shadows edge on one, the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroyed amid all its waste of time. From the perfect start to the finish line. Wow, and if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun. Collecting pictures from the flood of red dawn. It was a flood of red dawn. When I've lost it all, I'm just a silhouette. Wow, it's a lesson. I'm lost in things that you'll soon forget. We're setting fire to our insides for fun. Oh, come. Collecting pictures from the flood of red dawn. It was a flood of red day. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, du hast es hin, du hast es so, so toll gemacht, du kannst so stolz auf dich sein. Heute, sie hat es geschafft, ja! Ja, Mann! Ja. Du bist weiter. Danke. Oh, komm, jetzt gerne, danke dir. Wo musst du mal hinsetzen? Komm, wir setzen uns. Hallo! So aufregend alles. Hallo. Wie heißt du denn? Laura. Laura! Hey, Laura. Laura, ganz wenige schaffen das bis hierher. Und du sitzt jetzt hier mit zwei Coach-Teams, die sich für dich umgedreht haben. Ist das nicht geil? Ja. Das ist mega cool. Oh. Wahnsinn. Aber das war jetzt wirklich ein Dribbeln. Wie alt bist denn du? 12. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall gedacht, du bist 14 oder 15, der Stimme nach zu tun. Das war für 12 Jahre extrem gut. Wirklich Danke. Sehr, sehr, sehr gute Leistung. Wir kommen mal zu euch. Ja. Bist du immer noch aufgeregt oder geht's jetzt? Es geht langsam. Aber heulst du, weil sich die beiden nicht umgedreht haben? Oder weil weil Marc sich umgedreht hat? Nein, weil ihr euch beide umgedreht habt. Ja, und wir haben uns zuerst umgedreht, Laura. Wir waren die Ersten. Merkst du, dass die Männer streiten sich um dich? Ist cool, oder? Das ist schon ganz schön cool. Laura, wir werden total stolz, weil es ist unsere erste Voice Kids Staffel. Wenn du in unser Team kommen würdest und wir mit gute Zeit haben, wenn du Bock hast. Okay. Ja, jetzt hast du den Salat, ne? Ja. Jetzt hast du jetzt zwei Teams. Was denn jetzt? Ich habe vorher ein paar Glückskekse geholt. Sollen wir mal Fortuna fragen? Also die Glücksgöttin. Vielleicht hat sie eine Entscheidung für dich. Okay. Ja? Hol die mal. Sie liebt Glückskekse. So, also. Dann zieh ein. Möchtest du auch einen? Ja. Warum sollen wir denn jetzt einen aufmachen? Naja, nur zum vielleicht. Was steht denn da drin? Bei mir steht, geh nicht zu Marc. Ach, tatsächlich. Bei mir steht auch, geh nicht zu Marc. Wir haben denselben Glückskeks. Wir gehören zusammen. Wir haben denselben Glückskeks. Ich habe auch noch einen. Also, da meinst du die Glücksgöttin aber ernst, geh nicht zu Marc. Also, es kann kein Zufall mehr sein. Laura, wir würden uns sehr freuen, wenn du zu uns kommst. Wäre echt toll. Okay. So, wir lassen dich jetzt mal. Jetzt gehst du mal nach oben. Weißt du, wenn du eine Frau einlädst zu einem Date oder so, ja, und sagst, ey, ich würde voll gerne mit dir was essen gehen, wir machen uns einen richtig tollen Abend, und die antwortet, okay. Das ist so ein Männerding jetzt, ne? Ja, wir lassen die machen. Ist nicht unser Problem. Nee. Also, ihr könnt euch jetzt auf die Stühle setzen. Sehr gute Entscheidung. Oh, bist du cool? Wow. Okay.
Also, ich mag euch eigentlich alle und es ist schwer zu entscheiden. Ja, okay. Sehr diplomatisch. Don't give me that. Yeah! Hallo? Okay. Du bist ja eine coole Socke. Richtig geil. Chaka! Alright, Laura!